herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Lean Weekly. So, in der Ausgabe ist der Rainer Ostschipok, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zu Gast. Der Rainer beschäftigt sich schon viele Jahre mit dem Thema Supply Chain Management. Ich finde das ja ein ziemlich spannendes Thema. Aber was ich noch besser finde, ist, dass der sich schon seit geraumer Zeit, möchte ich jetzt mal sagen, mit dem Thema grüne Lieferkette beschäftigt. Und der war ja bei uns auf der Lean Green als Speaker zu Gast und deswegen muss ich mich mit ihm jetzt unterhalten. Auf geht's! So, Rainer, herzlich willkommen in meiner 20. Ausgabe von Lean Weekly. Das ist ja quasi ein Jubiläum, also 20. Ausgabe. Ja, fast. Also schön, dass du da bist und vor allen Dingen, dass du so spontan und kurzfristig zugesagt hast. Dafür. Kein Ding. Vielen Dank. Ich danke dir, dass ich da dabei sein darf. Und ja, für solche wichtigen Dinge schaufelt man sich immer zeitfrei im Kalender. Ich bin mir sicher, dass es wichtigere Dinge gibt. Aber es ist trotzdem toll. Rainer, nach alledem, was ich über dich weiß und wir kennen uns noch gar nicht so lang. Persönlich sind wir uns wahrscheinlich noch nie begegnet. Also zumindest mir nicht bewusst. Beschäftigst du dich erstmal mit Supply Chain Management? Also das ist so, wenn ich so will, dein großes Thema, oder? Das ist mein großes berufliches Thema, dem ich eigentlich schon ein Leben lang nachgehe, stimmt. Und als zweites, hast du dich seit einiger Zeit, also ich muss das jetzt so neutral formulieren, ich betitel das mal mit grünen Lieferketten, beschäftigt, begibst hingebungsvoll ist das ein Thema, so, weil du ja auch bei uns vor 3 Wochen auf der Lean Green warst, ne? Ja, ist richtig, ja. Da hatte ich das Vergnügen, dass ich auf eurer Bühne zu meinem Herzensthema Green Logistics vortragen durfte. Und da habe ich dann auch speziell das Thema Green Circular Supply Chain vorgestellt, wie man das umsetzen kann in der Praxis. Ja, und vor allem, welchen Nutzen dann letztlich die Firmen haben, wenn sie denn das engagiert anpacken, dieses Thema. Und du warst ja auch bei der 7 Hours Lean mit dem Slot dabei, also hast bei uns ein Profil, also fängst an, aktiv zu werden bei uns, also Grund genug, um sich mit dir zu unterhalten. Also jetzt müssen wir erstmal die Frage stellen, das mache ich natürlich aus Neugier, wer ist der Rainer? Also wenn du dich ein Leben lang mit Supply Chain beschäftigst, dann würde ich jetzt mal sagen, dass du dich schon so lange beschäftigst, da gab es den Begriff noch gar nicht, oder? Richtig, früher. Früher hieß es einfach stinknormal Güterverkehr. Und ich habe das tatsächlich auch gelernt damals, nachdem ich mit meiner Schulbildung fertig war, habe ich eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung zum Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr. Muss man sich mal vorstellen. Diesen Ausbildungsberuf gab es damals von der Deutschen Bahn und der wurde aber tatsächlich auch nur 5 Jahre lang am Leben gehalten und ich war tatsächlich im allerersten Jahrgang mit dabei, also direkt nach der Schule, habe 3-jährige kaufmännische Ausbildung gemacht und das war also eine zweigleisige Ausbildung Straßenverkehr, da haben wir uns also mit dem Gütertransport beschäftigt und da die Basics mal gelernt und das andere Personenverkehr. Da haben wir uns natürlich dann um das Thema Personenbeförderung bei der Bahn mit Ticketverkauf und mit allem umhergeschlagen. Und somit war das eigentlich tatsächlich eine zweigleisige Ausbildung. Aber der Beginn meiner, ich sag mal, Reise in die Speditionswelt, weil mich hat dann der Güterverkehr doch deutlich mehr interessiert wie der Personenverkehr. Und eben nach der Ausbildung habe ich dann eben auch meinen beruflichen Start in einer Spedition begonnen. Und das habe ich tatsächlich 40 Jahre lang dann auch weiter betrieben, natürlich mit verschiedenen Arbeitgebern in all der Zeit und mit verschiedenen Aufgaben im Bereich Transport und Güterverkehr. Und seit ein paar Jahren bin ich nun selbstständig. Ich habe ein Beratungsunternehmen gegründet, wo ich heute mit allergrößtem Fokus das Thema ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben möchte
und aber natürlich auch wirtschaftliche Effizienz in den Logistikprozessen, hierfür Konzepte und Strategien erstelle. Und ich berate heute Unternehmen aus der Industrie, sprich Produktions- und Handelsunternehmen, zu diesen Themen, ja, wirtschaftliche Logistikeffizienz und natürlich auch ökologische Nachhaltigkeit. Also lass uns mal ein bisschen kurz zurückspielen. Güterverkehr, also Spedition, ist doch ein knallhartes Business, oder? Ja, Also. natürlich, klar. Also da gibt es ja diese typischen Klischees, dass der LKW-Fahrer 16 Stunden am Tag hinter dem Lenkrad sitzt, dass die armen kaufmännischen Mitarbeiter Überstunden machen müssen ohne Ende. Disponenten, ne? Disponenten, oder? Disponenten zum Beispiel, genau, dass sie schlecht bezahlt sind und tatsächlich, bis auf das mit der Arbeitszeit der LKW-Fahrer, stimmt dieses Klischee auch in der Praxis. Also selbst wenn ich mich heute noch mit vielen alten Bekannten aus dieser Branche unterhalte, hat sich nicht viel geändert. Also es ist tatsächlich, die Arbeitsbedingungen sind nicht allererste Sahne. Der Verdienst ist im Vergleich zu, ja, gleich qualifizierten Arbeiten in der Industrie deutlich geringer. Und alle, die da arbeiten und das über viele Jahre, sind meines Erachtens wirklich Überzeugungstäter und die arbeiten da mit Herzblut in diesem Bereich, in dieser Branche und finde ich auch toll. Ja, also ich meine, LKW, Güterverkehr auf der Straße mit LKW, das begegnet uns ja sozusagen immer dann, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ne, oder schon mit der Bahn unterwegs ist. Und also da sieht man halt eben zunehmend osteuropäische LKWs, ne. Und es ist ja jetzt in diesem Jahr, ist es ja durch alle Gazetten gegangen, wo zwischen Darmstadt und Frankfurt Lkw-Fahrer gestreikt haben und den Dingen blockiert haben. Sofern du da einen Einblick hast, wer ist da der Treiber von dem, ja, man, ich glaube, man kann schon sagen, Dumpingpreisen, und mir persönlich tun die am allermeist leid, die da mit dem 3,5-Tonner und mit dieser komischen Kabine auf dem Dach durch die Gegend fahren und die ja dann auch, was weiß ich, Samstag, Sonntag fahren. Und wenn ich nach Italien fahre, ich sehe die ja immer, 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 immer fahren. Es gibt in Italien, gleich hinter der Grenze, gibt es einen Parkplatz. Da mache ich dann immer, also hinter der Grenze in der Schweiz, mache ich dann immer Pause. Und dann sehe ich da, wie die Wäsche waschen, wie die das aufhängen im Sommer und so weiter. Also das ist schon, also die Frage war, wer ist der Treiber? Ich würde mal eine Antwort liefern, das sind wir Konsumenten, oder? Ja, wenn man es ganz weit vorantreibt, ja, natürlich im End. Also als letztes ist es der Konsument, weil der Konsument natürlich mit dieser berühmten Geiz-ist-geil-Mentalität mittlerweile lebt und eigentlich dann immer drauf und dran ist, dass er eben sehr günstige Produkte einkaufen kann. Das bedeutet, die Wirtschaft ist natürlich im ständigen Wettbewerbspreiskampf um ihre Kunden. Bedeutet auf der anderen Seite, sie haben nicht genügend Geld, also Handelsbetriebe oder auch Produktionsunternehmen, um da tatsächlich auskömmliche Preise anzubieten. Und das wiederum schlägt sich dann durch bis in die Lieferkette hinein, wo dann eben die Lieferanten und auch die Spediteure, die die Transporte durchführen, nur geringe Frachtkosten bezahlt bekommen. Und das ist natürlich dann der Grund, warum dann letztlich als im allerletzten Glied die Fahrer selber am schlechtesten bezahlt werden und die schlechtesten Arbeitsbedingungen eigentlich haben. Also ich bin ja so alt, dass ich noch den Spruch kenne, das war ja fast schon ein Berufsbild oder anstrebendes Kapitän der Landstraße. Ja, ich habe dann irgendwann mal bei der Bundeswehr, habe ich dann den Führerschein gemacht für den LKW und so weiter und so fort. Das war durchaus immer eine Option. Man hat immer gesagt, naja, wenn es irgendwie mal schief geht oder so, auf den Bock kann ich immer. Ne? Die Zeiten sind vorbei, ne? Also, wobei da ja gesucht wird, ne? Ja, genau. Also die Zeiten sind gar nicht vorbei. Die heute noch einen LKW-Führerschein haben, die haben natürlich immer einen sicheren Arbeitsplatz, weil die Fahrer gesucht werden ohne Ende. Und es gibt da viele Berechnungen, Statistiken auch. Wir haben jedes Jahr im Schnitt
15.000 Fahrer weniger als im Vorjahr, obwohl natürlich auch Nachwuchs nachkommt. Also natürlich werden junge Leute auch ausgebildet als Berufskraftfahrer, obwohl natürlich auch aus dem Ausland viele, die nach Deutschland kommen, in diesen Bereichen eine Einstellung finden, einen Job finden. Aber es gehen mehr Fahrer in Rente oder geben ihren Job auf wegen der relativ schlechten Rahmenbedingungen, als das nachkommt. Und das ist dieses Delta, das sich jedes Jahr mehr aufbaut. Und es sind im Schnitt 20.000 Fahrer jedes Jahr, die man noch weniger hat. Und wenn man da im Gegenzug dazu sich die Prognosen anschaut, die das Bundesverkehrsministerium in einer Studie hat erstellen lassen, wo es dann hieß, dass bis 2050, also ist natürlich noch ein Stück weit hin, aber das Güterverkehrsaufkommen auf Deutschland Straßen sich verdoppeln soll und gleichzeitig haben wir aber immer weniger Fahrer, fragt man sich schon, wie man dann diese Schere wieder einigermaßen zusammenbekommen soll. Es gibt ja Alternativen, also Luft, Wasser, Schiene. Ja. Bei Luft haben wir das Thema CO2 und alles, was damit negativem einhergeht, also in Bezug auf die Umweltschäden, die dadurch erzeugt werden. Ja. Wasser ist aufgrund fehlendem Wasser mittlerweile auch nicht mehr so die Alternative. Das würde ja danach schreien, dass wir Schiene, dass wir auf die Schiene gehen und so. Aber das scheint ja nicht zu funktionieren oder nicht so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt. An was liegt, Rainer? Also es ist schon richtig, dass der Ruf mehr Güter auf die Schiene auch richtig ist und ist berechtigt, wenn man einfach die Straßen entlasten will und die Umwelt deutlich besser schonen möchte. Aber das Problem bei der Schiene ist natürlich zum einen, dass die Bahn viel zu wenige Straßen, oder Straßen sage ich schon, Trassen zur Verfügung stellt und dass sie eben auch sehr eingeschränkt und starr sind, die wo vorhanden sind. Das bedeutet, ich habe Schienenwege auf den langen Strecken zwischen den Großstädten in Deutschland und so wie es in die Fläche reingeht, dann fehlt das einfach. Und das wiederum bedeutet, Firmen, die sitzen ja nicht alle nur in Großstädten oder in der Peripherie, sondern eben auch sehr häufig in den Regionen, in den Provinzen. Und da kommt die Schiene einfach nicht hin. Das ist also schon mal das eine. Und das zweite ist natürlich, dass es auch hinsichtlich der Substanz des Schienennetzes in Deutschland nicht gerade sehr gut bestellt ist. Wir haben viele, viele Jahre lang sind wir auf Verschleiß gefahren, sind nicht rechtzeitig in die Reparaturen, in die Sanierung reingegangen. Und heute haben wir den Fall, dass die Schienennetze zu 50% marode sind und repariert und saniert werden müssen. Und das ist eine Mammutaufgabe, an dem bisher auch das Verkehrsministerium seit Jahren zuverlässig scheitert. Weil dazu gehört ganz einfach, dass man auch bestimmte Streckenabschnitte einfach mal sperrt, um die reparieren zu können. Bisher war das Credo der Bahn, dass sie eben unter laufenden Rädern, so heißt es, glaube ich, also während des Betriebs im Prinzip immer wieder mal Flicken schließt und eben auch einzelne Streckenabschnitte repariert, aber eben nie ganzheitlich von Anfang bis Ende. Und das ist dann praktisch ein Never-Ending Story bei den Reparaturarbeiten. Und deswegen kommt man auch da nicht voran. Also es gibt zu wenig Schienen insgesamt, Schienenstrecke. Die, wo da sind, sind furchtbar starr und unflexibel, weil sie einfach nicht in die Fläche rausgehen. Und ein wichtiger weiterer Punkt, und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu anderen Ländern, wo der Güterverkehr auf der Schiene deutlich besser funktioniert, wie zum Beispiel in der Schweiz oder Japan, nur als Beispiel, ist der, dass in Deutschland dieselbe Schiene für den Personen- und den Güterverkehr genutzt wird. Das heißt, wenn ein Personenzug auf diesem Streckenabschnitt fährt, in dieser Zeit kann kein Güterverkehrszug darauf fahren, weil ich habe nur ein paar Schienen. In der Schweiz haben die das aber getrennt. Und das bedeutet, dass der Güterverkehr da drüben ein eigenes Schienennetz hat, das auch funktioniert. Und das heißt, ich kann viel mehr Züge fahren lassen in kürzeren Taktzeiten. Und deswegen kann ich auch die Güter schneller transportieren, was natürlich eine wichtige Geschichte für die Wirtschaft ist, denn was bringt es einer Firma, wo vielleicht auf die Schiene möchte, aber hat dann, weil eben die Fahrpläne so schlecht sind bei der Bahn, weil eben nur ein Schienennetz genutzt werden kann, ja, für Lieferungen von Süddeutschland nach Norddeutschland 48 Stunden als Transportlaufzeit und der LKW schafft das Ganze in maximal 24, also die Hälfte. Also ist es einfach
unrealistisch zu sagen, wir schaffen heute einen Großteil der Straßentransporte auf die Schiene. Das wird nicht funktionieren. Lass uns mal in die Unternehmen gehen. Du hast ja gesagt, dass du Organisationen berätst, nicht nur in Bezug auf dein Herzensthema, sondern halt eben auch, ich nehme an, zum klassischen Thema Supply Chain und Logistik und allem drum und dran. Und jetzt gibt es ja mittlerweile in vielen Organisationen gibt's einen Supply Chain Manager. Was ist das typische Berufsbild oder was macht der typische Supply Chain Manager in Organisationen? In der Regel kümmert er sich darum, dass die Transporte, die Lieferungen, die Firma verlassen, also outbound zu den Kunden, dass die termingerecht und ordentlich durchgeführt werden. Das heißt, er kümmert sich um die Anbindung der externen Spediteure, um die Qualitätsprüfung. Da werden KPI-Systeme geführt, wo dann einfach die Qualität der Spediteure regelmäßig gemessen wird. Er kümmert sich natürlich auch um seine eigenen Mitarbeiter, dass sie natürlich effizient eingesetzt werden in der Versandabteilung. Und hat deswegen auch so viele Themen, sage ich mal, dass in den seltensten Fällen diese Supply Chain Manager oder die Head of Supply Chain, also die Abteilungsleiter von solchen Logistikabteilungen, auch den nötigen Freiraum, den nötigen geistigen Freiraum haben, um mal sich loszulösen aus dem Tagesgeschäft und sich mal Gedanken zu machen, wie können wir denn eigentlich unsere Logistikprozesse vielleicht sogar noch viel besser organisieren und aufstellen, als es bisher der Fall ist. Und das ist ein großes Problem, auf das ich sehr häufig treffe, wenn ich mit Unternehmen spreche. Die Unternehmensinhaber sagen mir, ja, wir haben für das Thema Logistik natürlich unsere Mitarbeiter, sind Fachleute, die kennen sich seit Jahrzehnten aus. Ist richtig, vollkommen richtig, stimme ich absolut zu. Aber das Problem ist, dass wenn Herausforderungen warten, wie zum Beispiel diese disruptiven Störungen, die wir in den letzten Jahren hatten, durch kriegerische Auseinandersetzungen, durch Klimaveränderungen, durch Pandemien, dass diese Leute, die dann eigentlich in solchen Krisenzeiten sich Gedanken machen sollten und Pläne entwerfen sollten, wie denn auch solche Störungen möglichst ohne negative Auswirkungen auf die Firma behandelt werden können oder wie kann man denn damit umgehen und kann alternative Transportrouten zum Beispiel planen oder mit anderen Dienstleistern planen. Diese Leute sind dann so in ihrem Tagesgeschäft gebunden, dass sie sich diese konzeptionelle Zeit und Freiraum gar nicht mehr nehmen können. Und das sind tatsächlich schwierige Situationen für viele Firmen. Und der klassische Mittelstand hatte keine Spedition mehr, also er hatte keine LKWs mehr, also vielleicht, also ja, vielleicht gibt es wenige im Mittelstand, sondern die arbeiten ja überwiegend mit Speditionen, oder? Ja, richtig, genau. Also bestimmt 90% aller Firmen haben keinen eigenen Fuhrpark. Genau, so. Also, wenn du jetzt von Alternativen sprichst, und mal angenommen, die Bahn wäre eine Alternative, wie wir eben gehört haben, scheint es nicht zu sein oder nicht immer, dann wäre also, so habe ich das verstanden, so eine Aufgabe von einem Supply Chain Manager zu überlegen, was kann ich denn per Schiene transportieren, oder? Ja. Also, das wäre ja eine Überlegung wert, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, das ist eigentlich eine essentielle Aufgabe eines Abteilungsleiters in diesem Bereich, dass er sich überlegt, wie muss ich reagieren, wenn in meinen normalen Standardprozessen Schwierigkeiten auftreten. Das bedeutet, ich sollte eigentlich pausenlos ein Notfallkonzept in meiner Schublade haben, einen Backup-Plan. Also ganz konkret, wenn jetzt mein Hausspediteur namens XY ausfällt beziehungsweise nicht genügend Kapazitäten mir zur Verfügung stellen kann, so wie ich das brauche für meine Versandmengen, dann muss ich wissen, mit wem kann ich das sonst noch machen. Und wenn eben Spediteure nicht zur Verfügung stehen, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn zum Beispiel eine modulare Lieferkette mir gestalten. Das heißt, ich kann auch verschiedene andere Verkehrsträger zusammenstellen, um dann letztlich meine Transporte nicht auf der Straße mit der typischen Diesel-Lkw-Spedition abzufahren, sondern eben auch in Kombination mit der Schiene, in Kombination mit Elektro-Lkws oder mit Brennstoffzellen-Lkws, die es leider eben noch viel zu wenig gibt auf dem Markt. Aber genau solche strategischen Überlegungen und Notfallkonzepte müssen eigentlich vorhanden sein. Und das ist eine originäre Aufgabe eines Logistikleiters. Jetzt
muss man vielleicht so, also in dem Zusammenhang fällt einem natürlich immer sofort Just in Time auf, ne? Also ein so. Und da gibt es ja so böse, ja, so böse Worte oder Bemerkungen wie: Wir müssen zwei LKW gleichzeitig losschicken, damit in der Hoffnung, dass einer ankommt. Wie wahr ist Also das? tatsächlich habe ich den Satz noch nicht gehört, aber letztlich in der Praxis ist es häufig der Fall, weil einfach die Verkehrsdichte auf unseren Straßen so groß ist, dass es so gut wie also unglaublich schwierig ist, für Speditionen ihre LKWs so zu disponieren, dass sie auch wirklich pünktlich, just in time beim Kunde ankommen, so wie der Kunde das braucht und wie er es auch beauftragt. Einfaches Beispiel, ich habe eine Firma in Böblingen bei Stuttgart zum Beispiel, die bestellt bei ihrem Zulieferer drei LKWs voll Getriebeteile oder was auch immer, also zum Beispiel im Automobilbereich. Und der Spediteur des Zulieferers hat dann eben den Auftrag, diese drei LKWs bis zu diesem Tag, bis zu dieser Uhrzeit beim Kunden in Böblingen anzuliefern. Ja, dann fährt er natürlich entsprechend rechtzeitig los, wobei diese Dispositionspläne natürlich auch eng getaktet sind. Also der kann nicht 3 Stunden vorher losfahren, nur damit er genügend Zeitpuffer hat. Der muss natürlich schon auch relativ kurzfristig erst losfahren, weil die Fahrzeuge auch im Nachtsprung nachts unterwegs sind und für andere Touren dann eingesetzt werden und erst morgens wieder zur Verfügung stehen für solche Tagesauslieferungen. Ja, und wenn dieser LKW dann auf die A81 geht und steht im Stau, ja, dann steht er halt im Stau und dann kommt er halt nicht pünktlich beim Kunde an und dann ist Just in Time natürlich obsolet. Und das ist wirklich eine große Schwierigkeit und das hat tatsächlich auch wirklich damit zu tun, dass die Verkehrsdichte auf den deutschen Autobahnen und Straßen insgesamt mittlerweile ein Ausmaß angenommen hat, das eigentlich eine vernünftige, verlässliche Tourenplanung für einen Spediteur fast aussichtslos ist. Also so dieses Muster an Supply Chain ist, wenn wir einmal die Welt umkreisen. Ne? Also worauf ich hinaus will, ist, wenn solche Lieferketten halt in tausende Kilometer, zehntausende Kilometer voneinander auseinanderhängen und dann sowas passiert wie die Evergreen, da das Hausboot im Suezkanal halt liegen Ja. geblieben ist oder so und alles sperrt. Ja. Dann ist uns ja erstmal bewusst geworden, nicht nur wie eng getaktet das alles ist, sondern eben auch, wie sehr Abhängigkeiten in diesen Logistikketten ja, da sind. Und, Also, die stecken drin, klar. und es letztlich dazu führt, dass entweder Bänder stillgelegt werden müssen oder was auch immer. Nicht mehr funktioniert. Das schreit doch, Rainer, nach Dezentralisierung wieder. Also die Frage ist auch, vielleicht so in Überleitung auf das Thema grüne Logistik oder wie auch immer, ist, wie lange können wir uns das noch erlauben? Ich persönlich habe das Gefühl, dass eine Grenze, und ich bin in dem Thema überhaupt nicht, ne, aber ich habe das Gefühl, dass wir an der Grenze sind, wo, Stichwort Evergreen, wenn etwas passiert, die komplette Wirtschaft da niederliegt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern im schlimmsten Fall halt jetzt dann regional, also europaweit oder USA. Das hat ja Auswirkungen gehabt überall hin, weil Ja. durch diesen Suezkanal mussten ja wohl sowohl in Richtung Osten als auch in Richtung Norden irgendwie Schiffe gehen und die konnten halt dann nicht mehr fahren. Also, Ja. wie sehr, glaubst du, haben wir gelernt, dass das dezentralisiert werden muss? Dezentralisierung würde ich jetzt das nicht mal nennen, sondern eigentlich eher dieses Nearshoring. Also der Grund, warum solche weltweite Abhängigkeiten. Nein, andersrum. Es gibt weltweite Abhängigkeiten durch die Globalisierung der Wirtschaft, keine Frage. Und der Grund, warum dann letztlich, wenn an einem Ende eine Sache passiert oder eine Störung passiert, warum sich das bis in 100 Endpunkte dann weiter auflöst bzw. weiter treibt, ist natürlich der, dass alles sehr eng getaktet ist, dass alles nur auf Kante genäht ist, dass eigentlich nicht genügend Kapazitäten da sind, um eben auch Puffer oder vorzuhalten, also gerade zum Beispiel im Containerbereich, im Containerschiff.
Das ist nämlich das Hauptproblem und eigentlich liegt die Lösung darin, wie es, ja, es gibt ja zwei Wege. Der eine Weg ist der, den die deutsche Wirtschaft in dieser schwierigen Corona-Zeit auch gewählt hat, auch innerhalb dieser Krisensituation im Suezkanal, dass dann im Anschluss eben größere Mengen bei den Lieferanten bestellt wurden, um sich einen eigenen Vorrat an Rohstoffen, an Materialien in die eigene Produktionsstätte zu legen, hier in Deutschland als Beispiel. Was man vorher eben nicht gemacht hat. Da ist eben genauso just in time im Prinzip bei der Drehbank in Shenzhen bestellt worden und die wurde dann eben, weil ja noch alles funktioniert hat vor Corona, eben auch dann so auf den Weg gebracht, dass sie pünktlich beim Empfänger ankam. Eine Störung dazwischen, alles bricht zusammen. Also viele Unternehmen haben angefangen, größere Mengen bei ihren Lieferanten zu bestellen, um eine eigene Lagerbevorratung vorzunehmen, um eben im nächsten Störungsfall eben nicht auf genau diese eine Lieferung angewiesen zu sein, die da gerade unterwegs ist und in irgendeinem Welthafen feststeckt, sondern dann können sie eben ihre Materialien aus dem eigenen Lager herausnehmen. Was vielleicht nicht ganz gut gelungen ist, diese komplette, ja, komplett ist vielleicht auch übertrieben, aber diese weitgehende De- oder Re-Regionalisierung, so möchte ich es mal nennen, voranzutreiben. Das heißt, Lieferanten zu suchen, die eben nicht in China, in Indien, in Pakistan, wo auch immer sitzen, sondern in Europa, sodass dann auch diese Zulieferstrecken vom Lieferant bis zum Bestellenden kürzer sind, was natürlich auch zum einen Kostenvorteile böte, als auch natürlich der Umwelt wiederum zugutekommen würde. Also man hat nicht genügend dafür getan, auch europäische Lieferanten aufzutun, um einfach dann weniger abhängig zu sein von globalen Lieferkettenstörungen. Das hat natürlich auch ein paar Gründe, keine Frage, weil eben in der Regel die europäischen Vorlieferanten teurer sind in der Herstellung von Zulieferteilen wie die ja, asiatischen Zulieferer. Und natürlich muss man eben auch schauen, dass man dann wirtschaftlich das Ganze noch darstellen kann. Aber großes Problem tatsächlich, dass man immer noch viel zu globalisiert unterwegs ist. Es gibt mittlerweile schon einige Firmen, die da tatsächlich rigorosen Schlussstrich gezogen haben und gesagt haben, wir bestellen bei unseren Lieferanten nur noch in Europa und nicht mehr Übersee oder in Asien. Und diese Firmen sind natürlich deutlich besser aufgestellt für künftige Lieferkettenschwierigkeiten oder Probleme oder Störungen. Also es gibt ja dieses berühmte Krabbenpulen-Beispiel, ne, wo in der Nordsee gefangen wird, dann nach Tunesien geschifft wird, um sie zu kühlen, dann nach Polen, um sie zu verpacken und sie dann in deutschen Supermärkten reinzubringen. Richtig. Und am Ende, und diesen Wahnsinn muss man sich vorstellen, scheint sich das alles zu rechnen. Also ne, wenn man sich das, also wenn man sich mal vorstellt, ich bin ja öfters in Italien und Livorno nicht weit. Livorno ist ein Hafen, der dann nach Tunesien und Marokko und so weiter und so fort, wo dann LKWs drauf waren. Und wie viele LKWs da jeden Tag stehen, um Richtung Süden, beziehungsweise über jeden Tag kommen aus Süden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man das dann noch vergleicht mit Rotterdam und anderen großen Seehäfen, dann ist das so. Und dann stellt sich halt die Frage, um sich nicht über das Rumpsteak zu unterhalten, ne, müssen wir 250 Gramm, weiß ich nicht, 120 Gramm Krabben für 98 Cent kaufen. Weil wir wieder beim eingangs erwähnten Problem sind, wer schuld für diese weltweite Globalisierung? Schuld ist vielleicht der falsche Begriff, aber Verantwortlich oder Auslöser, ja. Auslöser ist sicherlich dann letztlich der Konsument, der Endverbraucher, der auch erwartet, dass er sein Päckchen mit Garnelen, weiß ich, wie es jetzt heißt, egal, irgendwelche Garnelen, so ein Päckchen eben für 2,99 kriegt und eben dann das auch so haben will. Muss er überhaupt Garnelen haben? Das ist wieder die nächste Frage. Ich meine, ich persönlich bin vielleicht eher jemand, der auf regionale Produkte zum Beispiel setzt und ganz bewusst
im Winter sich keine Bananen kauft, als Beispiel, nur weil es möglich ist und weil es im Supermarkt ausliegt, Erdbeeren. sondern ja, oder Erdbeeren. Also natürlich möchte man schon eine gewisse Vielfalt auf seinem Tisch haben. Man ist es auch gewöhnt. Die letzten Jahrzehnte haben wir einen gewissen Wohlstand und ein Anspruchsverhalten oder Anspruchsdenken entwickelt, das natürlich auch schwer ist, wieder zurückzudrehen. Aber Leute, die da tatsächlich bewusst unterwegs sind, die machen das auch so. Und die kaufen sich eben dann die Sachen auf dem Markt frisch ein, die dann auch hier zu der entsprechenden Jahreszeit gedeihen und wachsen einfach. Und je mehr das sind, desto weniger wird es dann eben diese berühmten Krabbenpuller-Geschichten dann geben. Aber ja, meine Hoffnung, dass es sich weltweit durchschlägt und zu einem massiven Rückgang führt von internationalen Transporten, wäre, glaube ich, ein bisschen illusorisch, wenn man auf das setzen würde. Und dennoch Da ist stimme ich dir zu und ich es. bezeichne uns mal als Berufsoptimisten, aber da sind wir nicht sehr optimistisch, dass sich da was ändern wird. So, jetzt irgendwann hast du, weiß nicht, ob es ein Erlebnis gab, hast du gesagt, wir müssen das ganze Ding aus ökologischer Sicht uns mal angucken. Also gab es da ein oder mehrere Erlebnisse, wo du gesagt hast, jetzt ist es Zeit, bist du Großvater geworden oder was weiß ich, ne? Also ich Ja, möchte also gar ich nicht meine. so, also ich möchte das gar nicht so lächerlich verstanden wissen oder so wie das da salopp daherkommt. Ich meine, ich bin Vater von 4 Kindern und die stellen ja Fragen. Und denen darf ich gar nicht alles erzählen, was wir früher getrieben haben. Ne? Also als ob ich, wie ich 18 war. Also auf der einen Seite, was wir getrieben haben sowieso und auch in dem Bewusstsein, in dem ökologischen Bewusstsein, das darf ich gar nicht erzählen. Aber die stellen natürlich Fragen. Und das hat bei mir natürlich auch zu Umdenken und zu einer Verhaltensveränderung letztlich geführt in einer bestimmten Form. Und du hast ja aber das Ding sozusagen zu deinem beruflichen, wie hast du vorhin gesagt, zu einer Herzensangelegenheit gemacht. Also muss da irgendwas passiert sein. Also Ja, also es gab da tatsächlich nicht den einen oder die zwei extremen Momente, wo ich dann gedacht habe, so und jetzt muss was anders werden. Das war natürlich schon ein längerer Prozess, wo ich mir natürlich auch schlicht und ergreifend meine Umwelt anschaue, mit offenen Augen durch die Welt gehe und sehe, wie unser Verkehr auf den Straßen aussieht, wie ja, im Winter sieht man es ja besonders gut, welche Abgase denn da in der Luft hängen, die sieht man, die sind ja zum Greifen, das ist das eine. Und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, wie war das früher in meiner eigenen Jugend? Viel weniger Verkehr, viel weniger Fahrzeuge und eine viel sauberere Luft und weniger, aber deutlich unbeschwerter eigentlich das ganze Leben, auch in der Natur, im Umgang mit der Natur. Und heute weiß ich, es ist so vieles verboten, auch für die Kinder, dass sie spielen dürfen im Wald, was wir noch durften. Es gibt viele Restriktionen, und was aber natürlich im Endeffekt auch dazu geführt hat bei mir zu einem wirklich grundlegenden Umdenken. Hast du vorhin schon erwähnt, ich bin tatsächlich seit ein paar Jahren Opa und ich habe ein paar Enkel, kleine. Und ich möchte wirklich nicht, wenn ich mir überlege, wie die Welt heute aussieht, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie die allgemeine Stimmung in unserem Land ist überhaupt und auch weltweit, wenn ich mir die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen anschaue, Migrationsgeschichte und so weiter, dann habe ich eigentlich einen eher pessimistischen Blick auf die Zukunft, wenn man denn alles so weiterlaufen lässt wie bisher. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, wenn ich Missstände entdecke und die nicht mehr länger tragen will für mich selber, dann liegt es an mir selber, dass ich daran was ändere, dass ich mein eigenes Verhalten ändere und dass ich einen anderen Blick auf Situationen einnehme. Das habe ich so grundsätzlich für mich mal gelernt. Und wenn ich mir, wie gesagt, die Entwicklung unserer Zivilisation anschaue, in der westlichen Zivilisation, wird es mir eigentlich Himmelangst, ehrlich gesagt. Und meine Enkel, die heute da sind, ich möchte eigentlich, dass die auch in Zukunft noch in einen Bach springen können, ohne Angst haben zu müssen, mit Quecksilber kontaminiert zu werden oder mit anderen Chemikalien. Und da dachte ich mir einfach, nee. Auch meine Zunft, wenn ich so benennen darf, also sprich der Güterverkehr, von dem ich eigentlich ein Leben lang beruflich tätig war, da hat man sich früher auch keine Gedanken gemacht über einen Diesel-LKW, über irgendwelchen Qualm oder Abgase, hat man überhaupt nicht zur Kenntnis genommen eigentlich. Aber ich dachte mir, nachdem ich auch die Zahlen kenne, wie denn der CO2-Ausstoß auf Deutschlands Straßen ist mit Diesel-LKW, war einfach mein Gedanke, dass das da angesetzt werden muss.
Und wie kann man besser ansetzen durch einen, durch jemanden, der den Lkw-Verkehr aus dem FF kennt, der weiß, wie könnte man denn die ganzen Transportprozesse auch wiederum anders aufsetzen, sodass einfach weniger Transporte stattfinden. Es gibt da einen Spruch, der beste Transport für die Umwelt ist gar kein Transport. Also, und das ist auch so ein Kernthema, was ich in meiner Arbeit, in der Beratung, in der Prozessoptimierung für Kunden dann auch regelmäßig und immer als erstes mir anschaue, wie ist denn im Moment gerade die aktuelle Struktur des Kunden, wie viele Transporte gehen da raus. Und dann schaue ich mir an, wie sind diese Lkw ausgelastet? Fahren die zur Hälfte leer durch die Gegend, also sprich Luft, oder sind die wirklich effizient beladen, also was die Auslastung anbelangt. Und wenn ich einfach aus 10 LKWs im besten Fall vielleicht 3 LKWs machen kann, die dafür aber richtig voll sind, dann habe ich halt 70% weniger Verkehr auf den Straßen. Also Ja, Milchmädchenrechnung, aber ja, es ist ja, ja. deutlich weniger und eben auch deutlich weniger CO2-Emissionen, sprich Umweltverschmutzung. Und das war der Auslöser, wo ich mir gesagt habe, ich möchte meine eigene berufliche Zukunft an dieses Thema ökologische Nachhaltigkeit hängen und eben das, was ich weiß aus der Praxis, wie funktioniert Lkw-Güterverkehr, dazu zu nutzen, um aus dem bisherigen schlechten Lkw-Güterverkehr einen deutlich besseren und umweltfreundlicheren Lkw-Güterverkehr zu machen. Jetzt müssten die ja doch alle, du dürftest keine Zeit mehr haben, eigentlich dürftest du gar nicht mit mir hier sprechen, weil die dir die Bude einrennen, ne? Du müsstest 20 Mitarbeitende haben, die diese Konzepte der grünen Logistik rausbringen. Und was ich am Ende raushöre, ist, natürlich hast du eben auch überwiegend jetzt gerade, ich weiß, dass du das auch anders machst, aus Kostenaspekten argumentiert, ne? Also, du hast gesagt, der Transport, der nicht stattfindet, ist der beste aus ökologischer Sicht, aber wenn der LKW halt eben nur zu X% ausgelastet ist und so weiter und so fort und dann und. Das ist doch aber völlig widersprüchlich, Rainer, zu dem, was wir eben besprochen haben. Also, lass uns dieses Krappenpulen-Beispiel als, was weiß ich, blödes Beispiel nennen. Und der LKW-Verkehr, also der LKW wird ja benötigt, um das Zeugs nach Polen zu fahren oder nach Tunesien oder nach Marokko. Will heißen, eine Organisation, die versteht, dass sie einen gesellschaftlichen Auftrag hat und damit auch etwas tun muss, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern oder beizutragen. Na, ich weiß, wir haben vorgestern miteinander gesprochen, denn ich versuche bewusst den Begriff Nachhaltigkeit zu umschiffen. Also etwas zum Klimaschutz beizutragen. Die müssten doch konsequenterweise eben nicht nur sozusagen die Lieferketten in Europa aufbauen und nicht mehr in China oder in Südamerika, sondern die müssten da auch ganz gezielt darauf gucken, dass sie unter grünen Aspekten, will ich mal sagen, ökologischen Aspekten, Güterverkehr organisieren. Richtig. Hast du das Gefühl, dass in, ich sage jetzt mal, in den deutschen Organisationen dafür eine Sensibilität da ist? Und Sensibilität heißt ja noch nicht, dass es dann am Ende auch machen, sondern das merkst du, dass immer mehr Organisationen, und zwar nicht aus politischen Gründen, wirklich ernsthaft darüber nachdenken, da eine große Veränderung herbeizuführen. Wir sind keine Pessimisten, ne? Also ich kriege in meinem Kopf nicht, also ich bin ein alter Mann, ich kriege bestimmte Dinge nicht auf die Reihe, ne? Weil das eine hat eine Konsequenz für das andere und umgekehrt. Ja, alles hängt mit allem zusammen, ist letztlich so. Ist eine wirklich schwierige Frage, die pauschal zu beantworten mir gar nicht möglich ist. Ich habe grundsätzlich diesen Eindruck vom Markt, dass dieses Bewusstsein zur Klimatransformation, zur Verbesserung des eigenen CO2-Fußabdrucks von Unternehmen deutlich besser geworden ist, deutlich präsenter ist, die Notwendigkeit, hier etwas zu tun.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch, und das ist vielleicht auch typisch deutsch, sehr, sehr häufig auch das Feedback, dass viele Unternehmen dann sagen, ja, also wir wissen, wir müssen nachhaltiger werden oder Klimaschutz vorantreiben, auch in unseren internen Prozessen, aber auch in den externen Prozessen, für die wir mitverantwortlich sind. Aber es kostet halt viel Geld. Und wie weiß ich denn, ob das, was ich da mache, tatsächlich auch einen Wert hat? Wie kann ich denn das messen und tracken? Wie kann ich denn das nachhalten? Und da gibt es eben noch ganz viele Probleme in der Infrastruktur. Als ein Beispiel, es gibt ja, die verschiedenen Verkehrsträger haben ja, wenn wir jetzt wiederum beim Bereich Umweltverschmutzung sind, CO2-Emissionswerte, Äquivalente für die THG-Emissionen. Und aber Spedition A macht vielleicht dieselben Transporte wie Spedition B, um wiederum bei der Spedition zu bleiben. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann die gleichen CO2-Emissionswerte pro Tonnenkilometer aufweist wie die Spedition B, weil jede Spedition eine andere Verkehrsstruktur hat. Die einen fahren in der Regel sehr lange Strecken, die LKW sind im Schnitt mit 15 Tonnen ausgelastet und die Spedition B, die macht eben nur Regionalverkehr und hat maximal 3 Tonnen auf ihrem LKW. Und somit verändern sich die Emissionswerte von Spedition zu Spedition. Und es gibt eben weder national noch international, kein einziges Standardrahmenwerk für CO2-Emissionswerte, das auch offiziell festgelegt ist und das auch von allen Teilnehmern der Lieferkette anerkannt und praktikabel angewandt wird. Und das ist mit ein großes Problem, weil man somit eigentlich dann nie Äpfel mit Äpfel vergleicht, sondern immer Äpfel mit Birnen. Das ist wiederum das Thema, warum die Unternehmen, die ob der Notwendigkeit zur Klimatransformation wissen, sie dennoch sehr, sehr zögerlich nur angehen, weil sie sagen, ja, ich muss sehr viel investieren, also sprich tatsächlich Geld, um hier verschiedene Prozesse auf den Kopf zu stellen und anders abzuwickeln und weiß gar nicht, ob sich das eigentlich lohnt. Und von daher habe ich im Moment nicht die Situation, dass ich jetzt schon 20 Mitarbeiter einstellen muss, um meine Aufträge alle abzuarbeiten, habe ich nicht, sondern also ein Leben lang habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass Firmen immer sich nur dann bewegen, wenn von außen entsprechender Druck kommt. Und das sind dann zum Beispiel gesetzliche Vorgaben, dass sie dieses und jenes so machen müssen, dass sie darüber berichten müssen, dass sie dafür auch gerade stehen müssen. Und da gibt es jetzt eben nun seit ein paar Jahren diese CSRD-Berichtspflicht, wo Firmen gemäß oder halt nach unterschiedlicher Größe, Mitarbeiteranzahl, Umsatzvolumen eben verpflichtet sind, ab einem bestimmten Stichtag ihre Nachhaltigkeitsbemühungen und Ziele zu dokumentieren und die Maßnahmen auch festzuhalten und nachzuweisen. Und diese CSRD-Berichterstattungspflicht ist gleichrangig wie die Finanzberichterstattungspflicht. Das Ah. ist also wirklich gleichrangig und muss beim Wirtschaftsprüfer abgegeben werden und wird von der BAFA geprüft bei diesen Unternehmen. Und wenn da Fehler passieren oder dem nicht vollumfänglich nachgekommen wird, sind sehr, sehr empfindliche Geldstrafen die Folge, weshalb diese Unternehmen jetzt so langsam, zumindest die im Moment verpflichtet sind aufgrund ihrer Firmengröße, eben auch wirklich in die Nachhaltigkeit reingehen und da Prozesse verändern und tracken und dokumentieren. Aber wiederum nur dann oder erst seitdem von außen eine gesetzliche Vorgabe da ist. Intrinsisch motiviert, so etwas anzugehen, finde ich bei 90% der Wirtschaftsunternehmen nicht vor, muss ich tatsächlich sagen. Hat ganz viele Gründe. Viele Unternehmensentscheider sind vielleicht eher unser Alter, also Jahrgang 65 und älter, die dann eben am Ende der Nahrungskette stehen als CEO oder als Inhaber. Und die haben eben auch ein Leben lang andere Vorgaben gehabt, um Wirtschaftlichkeit zu definieren, nämlich die rein finanzielle Definition. Und die haben eben auch sehr, sehr viele Glaubenssätze in der Hinsicht, dass Nachhaltigkeit nur Geld kostet und nichts bringt, zum Beispiel. Und deswegen bemühen die sich nicht richtig. Und eine Nachhaltigkeitstransformation in einer Firma kann immer nur dann funktionieren, wenn sie von ganz oben vorgelebt und auch vorgegeben wird. Und von daher bin ich der Meinung, dass da noch sehr viel im Argen liegt in Deutschland, in der Unternehmerschaft und tatsächlich der große Run noch nicht da ist. Allerdings bin ich zuversichtlich, denn in den nächsten Jahren werden diese Berichtspflichten noch verschärft und dann werden also tatsächlich auch weitere Unternehmensgruppen gezwungen werden, hier tätig zu werden. Nächstes Jahr, ne, Rainer, schon nächstes Jahr, wird es
so und so viele Mitarbeiter auf, glaub 3000 Mitarbeiter runtergesetzt, ne? Oder so, ne? Genau. Also, Ja, ab übernächstes Jahr. Also jetzt übernächstes müssen Jahr, ja. erstmal die kapitalmarktnotierten Unternehmen berichten, ab 24, Geschäftsjahr 24 müssen sie es pflegen und ab 25 dann regelmäßig berichten. Ein Jahr später werden die etwas kleineren Firmen dran und dann sind es dann nicht nur 500 Unternehmen in Deutschland, sondern 15.000, die davon betroffen sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt, und das ist tatsächlich jetzt etwas, was mir sehr viel Hoffnung macht, ist dieser bekannte oder berühmte Trickle-Down-Effekt. Denn kleine Unternehmen, ich sage mal bis 250 Mitarbeiter zum Beispiel, sind eben nicht berichterstattungspflichtig in den nächsten 2, 3 Jahren. Was aber rum nicht heißt, dass sie es nicht dennoch machen müssen, weil diese Unternehmen sind dann Lieferanten von den großen Konzernen. Und wenn die großen Konzerne auch bei ihren Lieferanten den Nachweis von Nachhaltigkeitsmaßnahmen einfordern und der Lieferant hat das nicht, dann fällt er aus dem Rahmen und bekommt keine Aufträge mehr. Das bedeutet, er ist also gezwungen, da mitzumachen. Und das wird eine große Welle geben. Und tatsächlich habe ich so ein bisschen so das Gefühl, es ist tatsächlich nur ein Bauchgefühl, wie wenn sich im Hintergrund so eine große Welle gerade aufbaut an Unternehmen, die im Moment noch nichts machen, weil sie die eigene Dringlichkeit noch nicht direkt auf dem Schreibtisch haben, aber die spätestens in einem Jahr merken, hoppla, ich kriege keine Aufträge mehr von meinem Auftraggeber, also sprich von der größeren Firma, weil der verlangt von mir eigentlich diese Nachweise. Ich habe die noch gar nicht und wenn ich die nicht habe, kriege ich keine Aufträge. Jetzt muss ich das auch machen. Und dann rennen alle los und alle brauchen dann auf einmal die Hilfe. Ja, um Gottes Willen, wer kann mir das machen? Und dann brauche ich vielleicht 20 Mitarbeiter. Wie mit der Zertifizierung ISO 9000 das ja auch war. Ne? Alle haben es nicht gemacht und plötzlich kam es und dann haben die Großen ihre eigenen Zertifizierungsdinge gehabt. Und insofern ist in der Tat, glaube ich, und ich finde das ja zum Abschluss von unserem Gespräch ja durchaus auch eine positive ja, Wendung des Gesprächs, wenn ich jetzt was sage. Also, ja, wo auch einfach aufzeigt, dass da, wie du es bezeichnet hast, da vielleicht eine große Welle hinter uns ist, die, also positive Welle. Ist positiv, ja, natürlich. Rainer, was machst denn du sonst noch so, wenn du dich nicht um deine Enkelkinder, deine Frau und um grüne Logistikkette kümmerst? Also ganz Irgendwas müssen wir ja banal. noch ein bisschen über dich erfahren. Natürlich, Also klar. wahrscheinlich treibst du Sport, gehst auf den Golfplatz, tust Angeln oder Nee, so nee, jetzt. nee. Was hat Mehmet Scholl mal irgendwann gesagt? Ich spiele noch nicht Golf, ich habe regelmäßig Sex, irgendwie so auf die Art. Nee, tatsächlich im Privaten gehe ich sehr viel wandern. Also ich gehe mit meiner Frau regelmäßig in die Berge zum Wandern. Ist eine wunderbare Geschichte, die mich aber tatsächlich erst seit 5 Jahren interessiert. Früher dachte ich immer, ja, als Enkel, wo mein Opa, wo ich noch ein kleines Kind war, mich mitgenommen hat nach Vorarlberg, da habe ich immer schon wieder Das ist wandern. Qual, ja. Aber seit 5 Jahren mache ich das selber aktiv, macht riesig Spaß. Was mache ich noch? Ich mache natürlich ein bisschen Bodyworkout daheim. Im Fitnessstudio gehe ich nicht, aber daheim mache ich es. Radfahren, solche Dinge. Also das sind so meine sportlichen Aktivitäten. Und für was mein Herz auch schlägt, ist, das wirst du mich vielleicht gleich auslachen oder alle, die das jetzt sehen, ich bin ein Metalhead. Das heißt, ich liebe Heavy-Metal-Musik. Zeit meines Lebens, angefangen von AC/DC, als ich noch 14 war. So, Hat soll ich diese dir was große sagen? Zeit AC/DC habe ich bei Deep Purple als Vorgruppe gesehen. nicht schlecht. Und ich habe sie vor ein paar Jahren in Hockenheim gesehen, Ja. allerdings nicht mehr mit meinem Lieblingssänger Bon Scott, sondern mit dem neuen, dessen Namen ich nicht aussprechen will, weil ich den nicht mag. Aber AC/DC ist trotzdem mein Eingefleischte Herzensband. AC/DC-Fans sprechen diesen Namen nicht aus. Eine kleine Anekdote. Ich habe meiner Frau eine Lebensaufgabe gegeben, wenn ich das jetzt darf. Ja, ich habe ihr gesagt, wenn ich mal irgendwann eine Trauerfeier für mich gemacht wird in der Totenhalle, dann will ich als letztes Lied Highway to Hell hören. Oder dass die, ja, ich höre es ja nicht mehr, aber dann die Anwesenden. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Nee, also tatsächlich höre ich sehr gern Heavy Metal Music. Ich gehe auch auf Festivals, auf Open-Air-Konzerte und dann, Backen. ja. Na, da kriege ich am nie eine Karte, ist so schnell ausverkauft, aber Summer Breeze oder andere Dinge gehe ich dann schon hin und das macht großen Spaß. Ich liebe die Leute, ja auch diese Gemeinschaft da, die da absolut friedlich ist, was man dann vielleicht gar nicht annehmen sollte. Und was mache ich Ja, die noch? Metal Community, die ist ja
durchaus verrufen durch die Musik, aber in Wirklichkeit ist es ja eine große Family. So ist es ja. Ich habe da noch nie irgendwas erlebt, wo in irgendwelcher Richtung Gewalt war oder sonst was. Nee, die Leute halten zusammen, das ist traumhaft. Und ich fahre Motorrad, das ist das nächste große Thema, mit dem ich mich privat dann beschäftige. Leider viel zu selten, weil die Zeit immer weniger dafür wird, aber mache ich auch schon ein Leben lang und Was lasse es. fährst du? Ich habe eine Triumph Bonneville, eine So, Bonnie. soll ich dir was erzählen? Ein lieber Freund von mir, der Bodo Antonitsch, der macht einen Eisenarsch. Der hatte Triumph und der macht solche Routen. Der hat jetzt dieses Jahr im Sommer hat er gemacht in 24 Stunden Polen, Tschechien, Slowenien, Österreich, Ungarn, runter nach Kroatien, Italien, Österreich, Frankreich, Benelux durch und dann wieder, weil der ist aus Hannover, in 24 Stunden. Und das nennt sich Eisenarsch. Und mit Moped, wir sagen Moped dazu, ne? So und da musst du halt immer Tankbelege fotografieren und musst sie hochladen als Nachweis. Ja. Weißt du, was er nächstes Jahr macht? Da fahre ich ein Stück mit. So werde ich ein Stück mitfahren. Ich bin früher auch Motorradfahrer und habe, aber ich habe zum Schluss habe ich ein BMW gehabt, vorher bin ich in der Kawasaki gefahren. Und die erste war Yamaha 125er mit 27 PS. Eine RD. Und der macht nächstes Jahr eine Woche. Ja, eine Woche alle europäischen Hauptstädte auf dem Festland. Also mit Ausnahme von Großbritannien, also England, ne, also Great Britain, nimmt er alle mit. Eine Woche hat ungefähr auf der Hälfte von der Strecke in Spanien. In Barcelona kriegt dann Service gemacht von Triumph, kriegt Reifen gewechselt. Mit der riesen Ding und es gibt eine Gruppe, wenn er dann nach Deutschland reinkommt, fahren wir die letzten 100 Kilometer, 120 Kilometer mit ihm. Also da wäre dann irgendwie so Cool. 50, 60 Motorräder. Also da muss man schon einen Schuss haben. Ja? Der hat auch einen Schuss. Ja, schon. So, Aber es ist Beruf, was Geschäftskunden. Außergewöhnliches und das macht jeder und deswegen ist das was, was er mitnimmt und für sein Leben behält. Also diese Erinnerungen, Ja, klasse, finde ich gut. lieber Rainer, die Stunde ist rum. Vielen herzlichen Dank, dass wir mal Ups, zum schon. Schluss auch erfahren haben, dass du Moped fährst und ACDC, dass dir ACDC gefällt, also ein Metal-Fan bist. Ne? Der Stefan, bei uns, bei unserem Stefan ist ja auch so Metal-Freak. Okay. Zum anderen Thema, spannendes Thema. Wir bleiben dran und hoffe, dass das alles irgendwie so kommt, wie du das fühlst, dass da hin eine große Welle kommt, weil ich pflege dann immer zu sagen, Rainer, für uns fehlt es noch. Ne? Ob es für die Enkelkinder reicht, ist dann noch einmal ein anderes Thema. Ne? Ja, sind wir mal nicht zu pessimistisch. Ich, Genau. es wird eine gute Richtung nehmen und dazu tragen wir alle bei, dass es ein bisschen mehr Schwung bekommt und auch vernünftig vor allem geplant und gemacht wird und nicht irgendwelche Ad-hoc-Aktionen. In diesem Sinne, Rainer, herzlichen Dank. Danke dir, Ralf. War schön. Wunderbar. Dankeschön. So, das war die 20. Ausgabe, wie ich finde, ziemlich spannendes Thema. Die nächste Woche erscheint wieder ein Lean Weekly, dann die 21. Ausgabe. Und wer zu Gast ist, das kann ich nicht sagen, aber ich habe schon eine Idee. Also, macht's gut. Wir sehen uns. Servus.